Janoschs Traumstunde. Tigerente. Die Schneckenbahn hat 12 Stationen. Die Schneckenbahn hat 12 Stationen. Hm? Ja. Die Ferien kamen und fast alle aus Hannes Strohkopps Klasse verreisten. Nur Hannes Strohkopp konnte nicht verreisen, denn sein Vater war arm. Aber das war nicht so schlimm, denn Hannes konnte doch jeden Tag einen kleinen Ausflug machen. An den Ententeich beispielsweise, wo er mit Steinen nach Blättern warf, die auf dem Wasser schwammen, und wo er Zielen übte. Und er konnte Schiffe bauen aus Rinde und Segel darauf setzen aus Stofffetzen und sie bis zum anderen Ufer schwimmen lassen. Oder er ging zum Zwergenberg. Der war nicht hoch. Aber er war der höchste Berg in der Gegend. Und das war am Ende doch genauso gut wie ein ganz hoher Berg zwischen kleineren Bergen. Von hier aus konnte er in die Ferne blicken. Einmal machte Hannes einen Ausflug in den Wald. Als er zu einer Lichtung kam, war Hannes Strohkopp müde, denn der Weg war an diesem Tag weit gewesen. Hannes legte sich unter einen Baum und guckte in die Luft. Die Wolken flogen vorbei, die Sonne schien warm, die Vögel sangen und die Bienen summten. Kurzum, ein schöner Tag. Als Hannes nach links und rechts neben sich schaute, sah er, dass die Grashalme größer waren als er. Sie reichten ihm über den Kopf. Er sah zwischen den Halmen Käfer herumgehen. Auf einmal sah Hannes, dass hier unten im Gras alles genauso war wie oben in der großen Welt. Die Gräser waren hier die Bäume und die Käfer die Leute. Die Hirschkäfer waren die Hirsche. Und die Blumen, die Kirchen. Und es dauerte nicht lange, da ging Hannes Strohkopp selber mitten unter diesen Erdleuten herum. Und hier war er nicht der Kleinste wie oben in seiner Klasse. Hier war er der Größte. Das war schön. Er ging hierhin und dorthin, guckte sich alles an, guckte unter die Blätter, ob er irgendetwas fand, was er sammeln könnte. Auf einmal, Hannes traute seinen Augen nicht, kam eine Bahn angefahren. Ganz langsam. Eine Schneckenbahn. Sie fuhr auf ihn zu, bremste scharf.
und hielt. Die Schnecke rief: Zurücktreten auf dem Bahnsteig. Wir sind hier an der Endstation. Die nächste Fahrt beginnt sogleich durch das große Schneckenreich. Die Türen gingen auf und über 100 Erdleute stiegen aus. Ameisen liefen durcheinander und ihre Beine vermattelten sich. Da waren Käfer mit ihren Kindern und alles mögliche Volk. Sie verliefen sich zwischen den Halmen. Und ehe Hannes Strohkopf sich versah, ging er mitten im Gedränge der neuen Reisenden, die ankamen und in den Wagen drängten. Steiget ein, ihr lieben Leute, die nächste Fahrt beginnt noch heute. Die Bimmel, die Bammel, die Bummel, wer fliegen will, fliegt mit der Hummel. Wer fahren will, fahret mit mir. Wer gar nichts will, bleibt lieber hier. Es ging genauso zu wie auf einem großen Bahnhof. Und Hannes Strohkopf merkte es kaum, da saß er schon in einem Wagen der Schneckenbahn. Und da dauerte es nicht mehr lange und die Schneckenbahn setzte sich in Bewegung. Nicht schnell, halt nur so, wie eine Schneckenbahn immer fahren kann. Die Schnecke sang: Wir fahren fort in Richtung Nord und halten dort am nächsten Ort. Hannes guckte sich die Leute in seinem Abteil an. Eine Waldmaus in einem etwas abgewetzten Pelzmantel, ein Hummelgreis, junge Mistkäfer und eine Biene. Die Waldmaus hielt Hannes Strohkopf für einen Maulwurf, vielleicht wegen seiner Frisur. Sie putzte sich die Augen und sagte: Wissen Sie, Nachbar Maulwurf, es ist besser so. Ich putze mir immer die Augen vorher, denn ich träume immer so schöne Sachen. Ich werde jetzt nämlich gleich schlafen, werde träumen. Und es wäre doch ärgerlich, hätte ich dann keine sauberen Augen. Und würde nicht deutlich sehen können, was ich da träume. Und schon beim vorletzten Wort fielen ihr die Augen zu. Und sie schlief ein. Die Reisenden streckten ihre Beine aus, ließen sich die Sonne durch das Fenster auf den Bauch scheinen und die Schneckenbahn fuhr langsam vor sich hin. An der vierten Station sagte der Hummelgreis: Wissen Sie, ich habe nämlich einen Umsteiger. Von hier ab fliege ich, es geht nach Hamburg. Hummel, Hummel. Verließ das Abteil und flog davon. Zwischen der vierten und fünften Station gab es auf einmal Tumult. Die Reisenden rutschten auf ihren Plätzen nervös hin und her. Manche sprangen aus dem Fenster und flogen auf und davon. Etliche hängten sich von außen an die Türen, sodass man sie von innen nicht sehen konnte. Was war da los? Fahrkartenkontrolle. Eine Meise
in blauer Uniform, eine Blaumeise, wie man sieht, ging durch die Abteile. Brrt, die Fahrkarten bitte, brrt, die Fahrkarten, Herrschaften, brrt. Sie können noch nachlösen, brrt, die Herrschaften, brrt. Können eine Nachlösekarte nehmen, brrt. Aber Hannes Strohkopf hatte kein Geld bei sich. Er wusste nicht einmal, wenn man es genau nimmt, womit hier bezahlt wurde, was hier die Währung war. Und noch ehe er etwas überlegen konnte, ging die Abteiltür auf und der Schaffner stand da. Und hier die Herrschaften bitte. Die Fahrkarten, wenn ich bitten darf. Da gab's nur eines. Hannes Strohkopf machte sofort die Augen zu, damit der Schaffner ihn nicht sah. Und in der Tat, er sah ihn nicht, kontrollierte die Fahrkarten und ging weiter. Im Abteil nebenan war das nicht so einfach. Ein Mistkäfer wollte mit 1000 Gulden Kraut bezahlen. Aber niemand konnte wechseln. 1000 Gulden, du heiliger Gockel. Nein, 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 sagte der Schaffner. In 4 Jahren nehmen wir nicht so viel ein. Der Mistkäfer musste aussteigen und wechseln. Die Bimmel, die Bammel, die Bummel, rief die Schnecke von vorne. Hier Bahnstation Obergraswummel. Und wer hier wohnt, steigt hier aus. Denn wer hier wohnt, ist hier zu Haus. Sie labte sich an einem jungen Blumenstengel, ging für eine Weile zurück in ihr Führerhaus und schlief ein bisschen. Und so ging das über 12 Stationen. Blaubeerwald, dann Grasgugelshausen und wie sie alle hießen. Manchmal blieb die Schnecke längere Zeit stehen und rastete. Dann ging es weiter, immer geradeaus. Kurven gab es nicht. Und als Hannes Strohkopf ausstieg, war er müde und schlief unter einem Baum sofort ein. Als er aufwachte, dachte er, das war eine schöne Reise. Die schönste vielleicht in Hannes Strohkopfs ganzem Leben. Als die Ferien vorbei waren, kamen sie alle zurück von ihren Reisen. Vom Gardasee, aus Oberammergau, aus Österreich, aus Mallorca und so weiter. Sie standen auf dem Schulhof herum und protzten mit ihren Andenken. Sie zeigten sie herum. Lederhosen als Geldbeutel, Wetterhäuschen und künstliche Zitronen aus Italien. Hannes Strohkopf brauchte kein Andenken. Seine Reise war mehr gewesen als Gardasee, Oberammergau, Österreich und Mallorca zusammen.